Philipp, ich habe heute zumindest in der ersten Halbzeit zwei relativ gleich starke Gegner gesehen. Trotzdem ist das Ergebnis dann sehr deutlich geworden. Ich denke mal, liegt auch an der zweiten Halbzeit. Wie hast du es gesehen? Ja, wir haben uns am Anfang relativ schwer getan. Nach der Niederlage von letzter Woche gegen Grevenhausen, die relativ unnötig war, haben wir uns wirklich am Anfang wirklich schwer getan, haben uns reingearbeitet und wirklich nach 10 Minuten, Viertelstunde ist der Knoten geplatzt. Sascha Reuter hat das erste Tor geschossen und dann hatten wir einen Lauf und wie gesagt, dann haben wir in der zweiten Halbzeit habe ich gleich das dritte Tor machen können und wie gesagt, dann vierte Tor und Baustadt wollte dann einfach nichts mehr von uns. Wie hast du die Tore gemacht? Doppeltorschütze heute? Das erste Tor war relativ einfach, wirklich. Muss ich einfach nur noch reinschieben, der Ball war perfekt vorbereitet, wie bereits erwähnt. Und das zweite, wie gesagt, in Lauf bekommen, gedreht, abgezogen ins Eck und drin war er. Letzte Woche habt ihr eine unerwartete Niederlage hingenommen. Was habt ihr heute anders gemacht oder was war der Schlüssel zum Sieg heute? Also wie gesagt, ich denke mal, wir waren nach der 6:0 Sieg gegen Büchenborn, waren wir einfach ein bisschen überheblich. Die Woche im Training hat man gemerkt, dass wir ein bisschen unkonzentriert waren, weil wir einfach uns zu sichern mit der ganzen Sache. Und dann kam einfach der Grevenhausen kam dann und wir haben einfach auf die leichte Schulter genommen, das ganze Spiel wirklich. Hat man gemerkt beim Warmmachen und dann einfach, die haben uns den Schneid abgekauft und konnte man nichts entgegenwirken. Haben einfach verloren, 3-1. Abwische war die beste Lösung, was wir geben konnten auf das Spiel. Gegen Grevenhausen haben wir einfach mit hohen Bälle versucht. Und heute haben wir wirklich von hinten raus gespielt, sind wir ins Laufen gekommen, Mittelfeld, haben wir mit einbezogen. Und das war der Schlüssel zum Sieg, definitiv. Dass wir unser Spiel aufgezogen haben. Das werden wir auch nächste Woche in Gisselborn versuchen. Und da bin ich optimistisch, dass wir 3 Punkte einfahren. Wir haben gerade erwähnt, dass Öschelborn 3-3 gespielt hat. Das ist gut für uns. Haben uns wieder abgesetzt mit 2 Punkten. Und jetzt Woche für Woche müssen wir uns dran kämpfen und konzentriert bleiben und Siege einfahren. Konzentriert bleiben. Muss man aufpassen, dass man nicht in eine Aufstiegs- oder Meisterschaftseuphorie hineinfällt. Ihr seid ja auf Platz 1, wie du es schon gesagt hast, und seid Spitzenreiter, habt jetzt ein bisschen Abstand, 2 Punkte. Ja, wie gesagt, es ist noch viel zu früh, um am Aufstieg zu denken. Wir denken noch nicht dran, wir würden gern hoch, aber wie gesagt, es ist noch viel zu früh. Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir noch vor uns haben, aber da sind noch schwere Spiele, wie gegen Koschwa, wie gegen Grunbach, wie gegen Ölbronn und zum Schluss gegen Öschelbronn. Wird relativ schwer, aber wie gesagt, wir möchten hoch und müssen wir daran arbeiten, Woche für Woche, aber ist noch relativ früh.